In May 1940, as part of their broader strategy in the Battle of France, German forces launched a rapid and devastating invasion of the Low Countries, including Holland and Belgium. German troops quickly crossed the Maas River, cycled through villages, and captured the strategic Fort Eben-Emael, using flamethrowers in a surprise airborne attack. As they advanced, they crossed the Albert Canal, guarded Belgian and Dutch POWs, and continued their push with tanks and artillery, digging foxholes and bombing Allied positions to weaken resistance. The swift and coordinated Blitzkrieg tactics allowed the Germans to overwhelm the defenses in both countries, leading to the formal Dutch surrender and the subsequent German occupation. The invasion's success was marked by masses of German vehicles moving through conquered territories, solidifying Nazi control over Western Europe and setting the stage for the fall of France. Ganz Italien beging in diesen Tagen den 20. Jahrestag des Marsches auf Rom. Auch der Fascho von Berlin veranstaltete aus diesem Anlass in seinem Hause eine würdige Feierstunde, die die in Berlin ansässigen Faschisten mit ihren Kameraden der alten Garde vereinte. Das Ehrenmal für die Gefallenen der faschistischen Bewegung. Der italienische Botschafter Dino Alfieri. Der Botschafter stellte in seiner Gedenkrede fest, dass der revolutionäre Geist des Marsches auf Rom auch heute alle Faschisten beherrsche im Kampf um den Sieg, der Seite an Seite mit Deutschland erfochten werde. Die herzliche und treue Freundschaft, die die Führer der beiden großen Nationen vereine, werde täglich fester untermauert durch die Kameradschaft zwischen den deutschen und italienischen Soldaten an den Fronten dieses Krieges. Am 28. Oktober 1922 sammelten sich, wie diese Originalaufnahmen zeigen, in allen Teilen des Landes die Schwarzhemden und marschierten unter Führung Benito Mussolinis nach Rom. Die faschistische Revolution bewahrte Italien vor der drohenden Gefahr des Bolschewismus. Öffnete den Faschisten die Tore Roms und ernannte Benito Mussolini zum Ministerpräsidenten. Unter Mussolinis Parole Glauben, Gehorchen, Kämpfen wird ein neues Italien geboren. Ein großes Aufbauwerk beginnt. Das ganze Land ist von Arbeit erfüllt. Hier beginnt der Duce die Neugestaltung Roms. Autostraßen sollen die großen Städte verbinden. Neue Brücken entstehen. Der Wohnungsbau wird gefördert. Neue Erholungsstätten für Arbeiter und Kinder. Die pontinischen Sümpfe, einst brach Land- und Brutstätte von Fieber und Seuchen, wurden kultiviert. Hier die Stadt Litoria im Zentrum der neu gewonnenen Provinz. Der Boden trägt heute reiche Frucht. Der Duce selbst hilft bei der ersten Ernte. Die afrikanischen Kolonien Italiens werden planmäßig besiedelt. Auch hier werden neue Straßen gebaut. In den Wüsten und Steppen Nordafrikas entstehen neue Siedlungen. Links Marschall Balbo. Die Sanktionen, die die westlichen Demokratien über das aufstrebende Italien verhängten, zwingen den Duce zu einer autarken Wirtschaftsführung. Die italienische Flotte wird in starkem Maße ausgebaut. Eine neue Luftwaffe wird geschaffen. Mit der Ausweitung des Imperiums werden immer neue Divisionen aufgestellt. Sie sind zusammen mit der Luftwaffe und der Flotte Garanten für die Sicherheit des faschistischen Italien. Heute, 20 Jahre nach dem Marsch auf Rom, steht das faschistische Italien Mussolinis an der Seite Deutschlands im Kampf um ein neues Europa. Am Nordabschnitt der Ostfront. Generaloberst Keller, der Oberbefehlshaber einer Luftflotte, überreicht Hauptmann Breu das Ritterkreuz. Hauptmann Breu hat sich als Kampfflieger in über 250 Feindflügen hervorragend bewährt. Besonders erfolgreich war er bei der Bekämpfung feindlicher Panzeransammlungen. Torführer Kraus besichtigt Einheiten der NSKK-Brigade Speer auf einem Feldflugplatz an der Ostfront. Die Transportstandarten des NSKK leisten wertvolle Hilfe bei der Versorgung der kämpfenden Truppe mit Bomben, Munition und Brennstoff. Im Raum südlich des Ilmensees wird ein Transportgeschwader zum Start klargemacht. Die Maschinen übernehmen Munition und Verpflegung. Und hier Zeitungen. Weit vorgeschobene Verbände südlich des Ilmensees werden aus der Luft versorgt. Unsere Luftwaffe schlägt hier in wenigen Stunden eine Brücke von den rückwärtigen Diensten zur Hauptkampflinie. Wünsche werden drahtlos übermittelt. männlichen Laufträger SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Eicke, Kommandeur der SS-Totenkopfdivision in seinem Gefechtsstand südlich des Ilmensees, rechts Generaloberst Busch. Die Division Eicke zeichnete sich vor allem in den schweren Abwehrkämpfen aus, die jetzt ein Jahr lang an einzelnen Punkten dieses Frontabschnittes toben. Unsere Soldaten haben in harter Arbeit eine Feldbahn durch den Sumpfwald gelegt. Die Moorbahn verkehrt genau nach dem Fahrplan. Endstation. Von hier aus geht es mit einer Traktierkolonne weiter nach vorn. Ein Landregen hat die Wege verschlammt. Kolonne halt, ein Traktier ist gestürzt. Das Ziel, eine Batterie unserer Gebirgsjäger, ist erreicht. Hessenträger auf dem Wege zu den Stellungen. Mit wasserdichten Überschuhen warten sie quer durch den Sumpf. Er liegt im Wirkungsbereich der sowjetischen Batterien. Im vordersten Graben. Der Soldat, der hart am Feind steht, muss sein warmes Essen haben. Infanteriegeschütze und Artillerie bereiten einen Angriff unserer Infanteristen und Panzerkampfwagen vor. Im Zuge der Operationen südostwärts des Ilmensees wurden an mehreren Punkten wichtige Frontverbesserungen vorgenommen. Die motorisierten Verbände beziehen ihre Ausgangsstellungen. Panzerspitze hält. Stuka brechen eine schwere Bunkersperre auf. Fliegertücher zeigen ihnen den Verlauf unserer Linie. Ist Zeit für einen kurzen Imbiss. Die Infanterie greift an. Eine Fernsprechleitung wird gelegt. Der Kompanieführer muss mit dem Bataillon stets in Verbindung bleiben. Wo sich der Widerstand versteift, müssen schwere Infanteriewaffen heran. Sturmgeschütze und Panzerkampfwagen durchbrechen die feindlichen Linien und packen den Gegner in der Flanke. feindlicher Panzer ist außer Gefecht gesetzt. Die Bolschewisten kommen aus ihrem Panzer heraus. Im weiteren Vorrücken stoßen unsere Truppen immer wieder auf völlig vernichtete bolschewistische Panzerkampfwagen und Batteriestellungen, die von den Bomben unserer Luftwaffe und den Granaten unserer weittragenden Geschütze gefasst und zertrümmert wurden. Schlacht um Stalingrad. Trommelfeuer auf die nördlichen Fabrikvorstädte. In einem der genommenen sowjetischen Hindernisgräben, die Stalingrad durchziehen, sammeln sich unsere Sturmkompanien. Zum Vordringen wird die erste Häusergruppe erreicht, hinter der die Geschützfabrik Barrikad liegt. Infanterie wartet in Deckung. Erst müssen unsere Panzerkampfwagen stark ausgebaute MG-Nester niederwalzen. Die Straße ist freigekämpft, der Feind für kurze Zeit niedergehalten. Unsere Infanterie stürzt sich auf die umliegenden Ruinenfelder und jagt die Sowjets in entschlossenem Zupacken aus ihren Kellerstellungen hinaus. In diesen schweren Häuserkämpfen gegen einen zähen, verbissen kämpfenden Gegner beweist der deutsche Soldat immer wieder seine überragende Tapferkeit. Die Schlacht um Stalingrad geht mit unverminderter Härte weiter. An der Kaukasusfront. Von den Höhen des Kaukasus geht der Blick weit ins Land. In den Bergwäldern vor Tuapse, in steilem Anstieg, müssen die einzelnen Höhen überwunden werden. Schweren Marsch. Unter dem Druck unserer vordringenden Divisionen muss der Feind immer weiter zurückweichen und Stellung um Stellung preisgeben. Mit solchen raffiniert getarnten Bunkern sind alle Höhenzüge und Wälder um Tuapse förmlich gespickt. Unsere Luftwaffe unterstützt in schwierigen Einsätzen die vordringenden Airtruppen. Bomben auf eine Bergfestung, die den Zugang nach Südwesten, nach Tuapse beherrscht. Front Nordafrika. Einsatzbesprechung bei einem Kampfgeschwader. Die Oasen von Kufra, Eckpfeiler der britischen Stellungen im Süden der ägyptisch-libyschen Grenze, sind anzugreifen. Der Anflug führt über rund 1000 Kilometer. Jede Maschine wird für diesen Fernflug besonders ausgerüstet. Verpflegung für den Fall einer Notlandung. Frei. In stundenlangem Flug geht es über die endlose Weite der libyschen Wüste. Auf das Fort Etag. Volltreffer in die Funkstation und die Flugzeughallen. Dort hinten brennende Öltanks. Tiefangriff auf Fahrzeuge und Flakstellungen. Schützengräben. Fliehende Feindpanzer.